Sie sind aufgrund ihres Lifestyles verantwortlich für die Hälfte aller Treibhausemissionen. Superreiche. Da ändere ich doch lieber meinen Lifestyle, bevor der Staat am Ende noch mich für Klimaschutz zur Kasse bittet. Um zu erfahren, wie es sich als klimaschonender Normalo, als Geringverdiener so lebt, stürzt sich David Engelbert von Quasi Hohenzollern Hals über Kopf in ein riskantes Experiment. Ein Tag als Geringverpester bei Undercover Klimaschonend. Dazu stellen wir ihm einen Normalo zur Seite, der ihm zeigt, wie es sich ohne Milliarden klimaschonender lebt. Also der Kaviar sieht irgendwie komisch aus. Das sind Kartoffeln. Aus der Region. Das ist klimaschonend und günstig. Ah, und wo ist das Koberind? Wussten Sie, dass man auch Sachen essen kann, die nicht nach gerodetem Regenwald schmecken? Absurd. Das ist eine Waschmaschine für Klamotten. Ah, wie ein Mülleimer. Nein, nicht wie ein Mülleimer. Da kommen Klamotten zusammen mit Waschmittel und Wasser rein, werden sauber gewaschen und dann kann man die nochmal anziehen. Vorsicht, ich bin allergisch gegen alles, also gegen kein Kaschmir. Ja, ist schon nicht ganz einfach, so eine Klimareintegration. Vorhin hat er mich gefragt, wo bei meinem Fahrrad der Diesel reinkommt. Und dann wollte er mir 1000 Euro dafür geben, dass ich nebenher laufe und die Pedale bewege. Wie soll hier denn ein Helikopter landen? Nee, das ist ein Bahnsteig. Hier kommt gleich die Bahn und dann steigen wir wieder ein. Da sind ja dann andere Menschen drin. Ist ja ekelhaft. Ja, das soll so. Weil wenn viele Menschen gemeinsam ein Verkehrsmittel benutzen, dann ist das auch viel klimaschonender. Zum Beispiel ein Privatjet. Wo ist denn hier die erste Klasse? Mir war auch gar nicht klar, dass nicht jeder ein Privatjet hat. Es ist beeindruckend. Diese Menschen haben so wenig und sind trotzdem auch manchmal glücklich. Fast. Moin, einmal die Fahrkarten bitte. Ah, eine Flasche 96er Dom Perignon. Du kannst ein Käsebrot haben, du Pfeffersack. Nett, ne? Beeindruckend. Das hier wäre ein toller Golfplatz. Ich telefoniere mal kurz. Nee, das ist der Wald, die grüne Lunge. Das ist doch viel wichtiger als immer nur Konsum. Du hast ja recht. Ihr Normalos, ihr tut so viel für unsere Umwelt, einfach indem ihr nichts habt. Ich habe heute gelernt, dass es wichtig ist, die Natur zu erhalten, damit ich weiter Freude an ihr habe. Er sieht jetzt, dass wenn alle so leben würden wie normale Menschen, dann wäre der Klimawandel zwar nicht gelöst, aber man würde mehr beitragen. Ich glaube, er hat jetzt endlich den Wert einer lebendigen Natur verstanden und... Spinnst du? Entschuldigung, ich dachte, es wäre ein Elefant. Ich musste einfach was erschießen. Es ist einfach so wie früher mit meinem Vater in Afrika immer. Es ist einfach alles so schön. Was, wie würdest du denn überhaupt einen Elefant erschießen wollen, Mann? Die sind mega wichtig fürs Ökosystem. Kann man doch sicher nachbauen. Oder klonen, so wie mit dem Hund Dolly. Hey, das war Scham! Hallo, ich würde ihn gerne umtauschen, der funktioniert nicht. Was passiert ist, ich wollte extra 3 in der ARD-Mediathek schauen, hab's aber nicht gefunden. War ich sauer, hab ihn runtergeschmissen, war er kaputt. Aber ich hätte einfach nur hier klicken müssen. Kriege ich trotzdem mein Geld zurück?